Markus dem Ersten und Anna der Ersten. Wir haben euch schon hier viermal bei uns auf der Bühne gehabt, glücklicherweise. Ihr gehört schon fast zur Familie, eigentlich seid ihr schon eigentlich unsere Familie. Ich komme manchmal so vor, als wenn wir unser Prinzenpaar nach Gorb ausgeliehen haben, weil wir schon so eine enge Bindung miteinander haben. Und ich möchte auf euch ausrufen, ein Dreifach von Herzen, Gorb! Friedenstüre! Ja, lieber Markus, du hast viel zu sagen. Ich habe schon genug gesagt, du bist jetzt dran. Bitteschön. Meine liebe Narrinnen und Narren, liebe Freunde, hier bei den Quinkenspielen in Keppel. Das Prinzenpaar der Stadt Goch und die Prinzengarde des Kolping Karneval Komitees 1885 Goch. Grüßt euch alle hier in der ehrwürdigen Dorfschule in Keppel. Mit Reimer von Herzen, Keppel! Hier in Keppel. Der Robert hat es gerade schon gesagt, wir sind hier schon des Öfteren bei euch in der Dorfschule gewesen. Ich selber bin seit vielen Jahren Besucher genau eben dieser Sitzung am Freitag vor dem großen Rathaussturm in Gorb. Ich bin immer sehr gerne hier bei euch. Ich schätze diesen urwüchsigen und traditionellen Karneval, der den Brauchtum pflegt und die Werte erhält. Dafür stehen wir auch vom Kolping Karneval Komitee. Wir sind die älteste karnevalstreibende Gesellschaft unserer schönen Weberstadt Gorb. Und wir stehen gerade eben für diese Tradition und für dieses Brauchtum. Und ihr Keppelner, dieses Kompliment muss ich euch machen, wenn man bedenkt, wie viele Menschen hier in eurem wunderschönen Ort erleben und welch einen Karneval ihr hier auf die Beine bringt. Das ist unvorstellbar. Ihr macht wirklich einen ganz, ganz grandiosen Job. Herzlichen Glückwunsch dazu von unserer Seite, von euren Freunden des Kolping Karneval Komitees. Spiegelt sich auch darin wider, dass wir seit vielen, vielen Jahrzehnten gemeinsam die Sitzung für die niederrheinische Behindertenselbsthilfe gestalten, im Wechsel hier an der Dorfschule oder in unserer Grundstube, dem Kastell in Gorb. Und ich kann euch sagen, diese Sitzung ist wirklich phänomenal. Ich habe so, wir haben ja noch ein paar Tage vor uns, aber wenn ich so Revue passieren lasse, was uns in den letzten 8 Wochen so alles geschehen ist und widerfahren ist an vielen positiven und netten und emotionalen Begegnungen, muss ich sagen, die diesjährige NBSH-Sitzung ist mit Sicherheit, was die Emotionen betrifft, ein absolutes Highlight gewesen. Die Menschen, die dort sind, sind so dermaßen dankbar und freudig und haben nicht das, was wir immer haben. Wir müssen immer ein bisschen darauf achten, Etikette wahren, ne? Nicht zu arg über die Stränge hauen. Die Jungs feiern Karneval mit dem Herzen. Ihr unterstützt uns dabei, wir unterstützen euch. Und auch für diese Freundschaft und für diesen tollen gemeinsamen Job, den wir in jedem Jahr verrichten, nochmals herzlichen Dank von unserer Seite. Jetzt machen wir mal einen Strich unter die Diplomatie. Lieber Robert, ich habe natürlich mich heute auf den Abend ganz besonders vorbereitet. Es war für mich auch ein ganz wichtiger Moment, heute mit dir hier nochmal auf der Bühne zu stehen. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Ja. Ich war ja diese Woche gemeinsam mit meiner Prinzessin Anna und der Prinzengarde in vielen Schulen und Kindergärten. Und ich habe schon gesagt, ich kam mir zwischendurch vor wie der Nikolaus. Wir kamen mit großen, großen Beuteln rein, haben fleißig verteilt, alle waren am Strahlen. Wenn ich gesagt habe, schöne Hausaufgaben machen, habe ich, ja, ein Prinzengarde. Und der Nikolaus hat auch ein bisschen was für dich mitgemacht. Dass ihr alle schon Spaß habt. Ihr wisst gar nicht, worum es geht. Lieber Robert, ich habe dir eine Laterne mitgebracht. Eine wunderschöne Laterne. Und diese Laterne ist nur ein Sinnbild.
eigentlich, St. Martin ist ja vorbei und wir haben auch noch lange Zeit, bis der nächste St. Martin-Zug kommt. Bis dahin sind die Batterien auch leer. Aber diese wunderschöne Laterne steht für einen ganz besonderen Moment in deinem Leben. Der liebe Robert ist ja in einem Alter angekommen, in dem sich die Männlichkeit auch im Fahrzeug widerspiegelt. Den genauen Begriff sage ich nicht, ich komme von Kolben. Und der liebe Robert hat sich ein neues Auto gekauft. Ja, kennt er vielleicht? Wahrscheinlich der Einzige, der in Köppel rumfährt. Ich habe im Dorf auch noch nicht viele davon gesehen. Ich glaube, bundesweit fahren auch nicht viele von. Ein Porsche Cayenne. So, richtiger Auto für mich. Ja, schön hoch, brauche ich mir die Bücken beim Einsteigen. Platz satt. Und dieser liebe Porsche Cayenne, der also hier durch die Köppelner Heiden knallt, seit ein paar Monaten, war auch bei uns in Goch zu Besuch. Am Tag der MBSH-Sitzung. Robert hat es sich nicht nehmen lassen, selbst zu fahren. Hat mit dem Porsche Cayenne natürlich standesgemäß direkt vorm Kastell geparkt. Und natürlich nicht. Und natürlich nicht auf den dafür vorgesehenen Parkflächen. Also wir haben in Goch übrigens gratis parken seit vielen, vielen Monaten schon. In Goch können Sie also wirklich überall frei parken. Wir sind ja eine einkaufsfreundliche Stadt. Und ich sage ja immer wieder hier in Köppel, spätestens zum Tanken müsst ihr eh alle nach Goch. Ich muss jetzt reinhauen, weil wir haben heute Abend ein ziemlich dickes Programm. Aber ich genieße das gerade in Vollzügen. Vielleicht habt ihr eine Zeitung gelesen, ich komme von der Sonderschule. Und wenn ich so vor meinen Jungs sitze, 10. Schuljahr, Förderschule, ja, da ist Kirmes im Gebäude. Und deshalb fange ich immer ganz unten an und dann kommt die Stimmungskurve und die Spannung steigt und nachher sind wir dann irgendwann bei der schriftlichen Multiplikation und die rasten alle völlig aus vor Freude. Also, Laterne hatten wir, Porsche Cayenne hatten wir, Robert klar, MBSH-Sitzung, Kastell, Gott, er parkt nicht auf dem Parkplatz, sondern schön auf der Wiese vom Kastell, ja, wo normalerweise sonst nur die Hunde hingehen, da steht der dicke Porsche von Robert Teil. So. Ich muss mich beeilen. Sitzung aus und dann Vorstand auf der Parkfläche, unser Fahrzeug. Wir haben so ein Auto, wo wir mit abgeholt werden, durch die Gegend fahren werden, wenn ich auf Toilette und sowas kann. So, wir steigen gerade in unser Auto ein, haben gerade die Sachen verstaut, Federn ab, schön in Rohr rein, Mütze weg, Bias weg, alles klar. Wir wollten gerade einsteigen. Sehen wir Robert Heine in seinem Porsche steigen. Die ganzen Quäken Elverrad-Jungs dabei, alle in den Cayenne rein. Robert schmeißt den Motor an. Ja, das ist ungefähr so wie am Airport Weze. Ryanair lässt die Düsen an. Da Ding knallte und rumte und eben die Männlichkeit raushängen lassen. Gibt Vollgas und BAM geht der Laterne. Rückwärtsgang, Automatik, zurück, Vorwärtsgang, fährt weg, hupt, winkt und ist davon da. Ja, lieber Robert, als kleine Erinnerung, ein kleines Geschenk. So, jetzt muss ich dir aber eine Chance geben, wir kein Unmensch. Ich hätte das gar nicht so ausgeschlagen. Ich bin da gar kein Typ für. Aber die Vorlage und auch die Laterne, die ist in Köppel gewachsen. Bitte schön. Ich möchte eigentlich gar nicht viel zu diesem Vorfall sagen.
im Grunde genommen eigentlich schon alles gesagt. Er hat nur eine Kleinigkeit ausgelassen. Als ich ausgeparkt hatte, bin ich bei ihm und beim Adjutanten stehen geblieben und habe gesagt, habt ihr was gesehen? Und die beiden haben gesagt, nö, die haben nichts gesehen. So haben sie sich zugetragen und nicht anders. Und seit dem Tag läuft den Golf und Hund mit dem Blinkerglas im Bauch durch die Gegend. Der hat sich irgendwie beim Kacken da drauf gesetzt. So. Der hat noch Glück. Letzte Woche. Markus, ich war eigentlich versprochen. Wir haben noch drei Auftritte bis 22 Uhr. Guck mal, wo, 5 Uhr. Ich muss doch nach Niedermörter. Muss ich doch hin. Niedermörter! Eben eine, da mein ganz kurz. Letzte Woche Sonntag, Herrensitzung Kastell, kommt tatsächlich ein Sitzungspräsident auf die Idee, mit mir auf der Bühne Bier zu trinken. Der Typ hatte 65 Kilo und die hat er nur, weil er eine dicke Uniform anhatte. Und kam auf die Idee, mit mir auf der Bühne Bier zu trinken. Den habe ich richtig filetiert. Der ging nachher wie eine Seelandschnitte, ging der von der Bühne. Also von daher, Robert, in Anerkennung deiner Verdienste habe ich heute nur die kleine Nummer gemacht. So, ich möchte aber... So, was ist da der Wagen? Boah, da habe ich schwere Schuhe. Ihr Lieben, ich möchte es nicht versäumen und das ist mir wirklich ein Anliegen und das wisst ihr, jeder, der mich schon mal auf der Bühne gesehen hat, ich mache das immer ein bisschen ausführlicher. Ich möchte hier noch zwei Leute aus euren Reihen ehren und so darf ich mal bitte die Carla Angenent und den ersten Bürger der Gemeinde Uedem, Rainer Weber, mal eben kurz zu mir auf die Bühne bringen. Noch ein neues Keppelner Highlight dazugekommen. Herzlichen Dank an die Quäkespielerin hier in Keppeln. Ich weiß, lieber Robert, du erwartest ihn sehnsüchtig und ich glaube, heute hast du ihn dir als kleines Großvater auf jeden Fall verdient. Du sollst heute meinen Prinzessinnenorden erhalten. Du hast hier bisher durch alle Sitzungen bravourös geführt und uns immer sehr, sehr herzlich hier empfangen. Und deswegen hast du heute meinen Prinzessinnenorden verdient. Ich möchte es natürlich auch nicht versäumen, noch einige verdiente Mitglieder bei euch hier aus der Garde mit einem Orden zu versehen, und zwar den Mike Peters, den Norbert Peters und letzte Woche war einer von den Van Kempens nicht da, Heinrich. Den hätte ich auch mal gerne eben hier vorne. Die bekommen nämlich alle noch einen Orden. Habt ihr noch was? Aber ich...
Oh, ja, ich habe natürlich auch noch was. Entschuldigung, ja, ich bin noch gar nicht fertig. Ist das schon ganz durcheinander, der Robert? Für dich habe ich ein paar Blumen mitgebracht, den Rest machen wir morgen Abend zum großen Finale. Für Markus habe ich zwei Sachen. Ach, Herr Hannes. Einmal ein kleines Fresspaket für dich. Und für die Männer natürlich. Und dann ist für den kleinen Beutel. Das ist für den kleinen Beutel, da gebe ich dann so lange mal dann nach dir danken. Und dann haben wir eigentlich alles soweit erledigt, was wir eigentlich erledigen wollen. Eigentlich schon viel mehr. Ja, lieber Robert, das Beste kommt noch. Ich bin noch gar nicht fertig mit dir. Nee, war ein Scherz. Nee, also ich habe gerade eben mit dem Markus gesprochen. Ich sage mal, wir müssen eigentlich wieder Mountain sein. Die haben 3 Minuten. Nee, super. Unser Busfahrer Gustav verzieht wahrscheinlich gerade schon die Slicks auf den Bus. Ey, den müsst ihr mal sehen, wenn das jetzt hier. Aber Gustav, 3 Minuten schaffst du sicher. Man haut ja die Gänge da rein. Zwischendurch geht er immer den Ehrgang, Rallygang und dann boom. So. Ja, meine Lieben, herzlichen Dank, dass wir heute hier sein durften. Ich hoffe, wir haben euch den Abend noch ein bisschen erheitert hier. Und lieber Robert, ich bringe dir natürlich auch morgen wieder ein Geschenk mit. Morgen bringe ich die Nummer mit dem Wasser mit. Nee, war ein Scherz, gibt keine. Nein, nicht dann jetzt morgen. Ihr rennt hier morgen wieder durch Dorf und sagt, ey, muss doch ankommen, der Teil nimmt sich einen drauf. Der Prinz bringt Wasser mit. Nein, meine ich. So, ihr Lieben, herzlichen Dank, dass wir heute hier bei euch sein durften, in der guten alten Schule, der Dorfschule, bei den Quinkspielen in Keppel. Es war wunderschön, es hat Spaß gemacht, ihr habt es gemerkt. Wir haben gelacht, oh, es hat nur gereicht. Wir haben ein bisschen über die Zeit gehauen, aber das bitte ich nachzusehen. Wir mussten hier mal ein bisschen mit der Laterne was draus machen. Herzlichen Dank an euch alle. Euch noch einen wunderschönen Abend. Mit viel Spaß an der Freude. Haut ordentlich einen raus. Feiert zum Karneval, wie ihr es hier in Keppel gewohnt seid. Wir bedanken uns und verabschieden uns mit Drama von Herzen Keppel!